Hallo Just Music auf der Musikmesse 2015. Wir sind hier am Messestand von Nord, bei uns ist der Lars. Und der Lars wird uns heute was über das Nord Stage 2 EX erzählen. Hallo Lars. Grüß dich. Ja, wir haben das neue Nord Stage 2 EX. Das ist jetzt eine Weiterführung und Produktpflege und Aufwertung des Stage 2. Und zwar haben wir als Hauptfeature eigentlich jetzt diesen Piano Library Speicher verdoppelt auf 1 GB. Was natürlich toll ist, dass man noch mehr verschiedene Sounds reinladen kann. Und die Optik hat sich leicht verändert. Das ist ein neues Color Scheme oder Scheme oder wie das auf Englisch heißt. Das sieht auch sehr übersichtlich aus und ist einfach mal noch ein bisschen frischer. Wir haben verschiedene Modelle jetzt auch vom 2EX. Wir haben nämlich ein Kompaktmodell. Das geht dann von E nach E. Das hat sich auch leicht verändert, hat diese Waterfall-Tastatur. Ist natürlich für Leute, die sehr portabel sein wollen, ganz gut geeignet. Und hier drüben auf der Seite steht das Modell als HP-Version. Das kennen wir schon aus dem Nord Electro HP. Das ist auch eine Hammer-Action-Tastatur, die aber als sehr portabel ist. Deswegen dieser Begriff HP. Die kennen wir auch aus dem Nord Electro 5 HP zum Beispiel. Das lässt sich sehr, sehr gut spielen und ist dann auch sehr leicht. Also es wiegt dann so 10, 11 Kilogramm und da habe ich aber trotzdem mein volles Nord Stage 2 mit. Wobei die 88-Tasten-Version auch nur 18,5 Kilo wiegt. Das geht also alles. Wir haben ein paar neue Soundbänke noch kreiert, weil jetzt demnächst ein paar neue Sounds kommen in der Piano Library. Noch so ein schönes DX7, was ich jetzt wirklich über die Piano Library auch laden kann, was nicht über die Sample Library geladen werden muss. Und jede Menge Strings und Mellotron-Sounds und Plugged-Strings und so Sounds werden jetzt alles kommen. Und da sind jetzt hier in dem Messegerät und auch wenn es ausgeliefert wird, schon neue Soundbänke dann kreiert worden, dass man direkt damit loslegen kann. Wo du von Auslieferung sprichst, kannst du uns sagen, wann wir bei Just Music das ungefähr im Laden haben werden? Ja, das wird leider bei dem Nord Stage 2 EX noch einen Moment dauern. Das ist eher so im August, Ende Juli oder sowas geplant. Das kann sich immer noch verschieben. Vielleicht ja auch nach vorne, aber ich glaube, das wird noch einen Moment dauern. Und kannst du uns was zum Preis sagen, wo es ungefähr liegen wird? Ich habe gehört, das ist aber jetzt auch ohne Gewähr, dass sich der Preis nicht sonderlich ändern soll angeblich. Wir können davon ausgehen, dass es so ein ähnliches Preisniveau ist. Vielleicht ein Tick teurer wegen dem mehr Speicher, vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich bin ja hier nur der Musiker. Aber ich gehe davon aus, dass das so in dieser Preisklasse dann ist. Vielen Dank, Lars. Gerne.